Deswegen verschnaufen wir hier erstmal. Bereit. Auf zum Sieg. Ach, da sind noch mehr Feen. Ah, unschön. Auf zum Sieg. Was? Zum Sieg! Kein Problem. Bereits erledigt. Gut, damit haben wir ein paar... Jawohl, Herr. Schon erledigt. Kein Problem. Naturgegner ausgeschaltet. Wird erledigt. Entgifte die mal. Auf zum Sieg. Das hier wäre eine Goldmine. Kein Problem. Hier oben scheint es noch was zu geben. Und dann hier unten im Sumpf ist noch auf jeden Fall eine Krypta. Schon erledigt. Leider kann ich meine Soldaten nicht einfach schicken, um hier Sachen rauszuholen. Auf zum Sieg. Das würde ich jetzt hier an der Goldmine einfach Gold holen. Auf zum Sieg! Bereit zum Kampf! Kleine Skelette, okay, die sind nicht wirklich schwierig. Das sind nämlich die Ungepanzerten. Schon erledigt. So, jetzt könnte ich noch den Knotenmeister lernen. Kein Problem. Allerdings hätte ich erstmal gerne die Erfahrungspunkte, um auf die nächste Stufe der Magie zu kommen. Da unten sind auch kleine Skelette und jede Menge Steine und so. Aber wahrscheinlich, weil hier oben auch noch eine kleine Krypta ist. Schon erledigt. Also ja, wir sehen hier die Zeit hochticken, die es braucht, bis neue Angreifer gespawnt sind. Wir sehen aber halt nicht, was für Schätze wir aus der Krypta kriegen. Kein Problem. Okay, ein Wunsch. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Ihr habt bereits eine Rüstung. Wir dienen dem Kaiserreich. Ihr habt ein Runenschild. Du hast nichts, du hast das. Jawohl, Sir. Ja? Ja. Auf euer Kommando. Der mit seiner Standarte hängt da halt fest. Gehen wir. So, Gold und ja. Mondschild. Ja. Euer Feind ist mein Feind. Schon erledigt. Was für eine Musik ist das jetzt? Kein Problem.
Auf zum Sieg! Bin ich interessant, dass die Musik jetzt kommt auf einmal. Hier drüben scheint auch noch was zu sein. Oder sind das da die Punkte, die wir zerdeppern müssen? 100% sicher bin ich mir jetzt leider auch schon nicht, muss ich gestehen. Oh, oder ich muss an den Punkten jeweils eine Einheit haben? Schon erledigt. Werden wir sehen, sobald wir die Krypta. Also hier sind vier Horden kleine Skelette. Kein Problem. Zwei Trupps. Schon erledigt. Zwei Trupps Angreifer und zwei Trupps Verteidiger. Zum Sieg! Ja, wir greifen an! Ja, wird erledigt. Wird erledigt. Auf zum Sieg! Auf zum Sieg! Wird erledigt. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Bereit. Kein Problem. Auf zum Sieg. So. Auf zum Sieg. Wird erledigt. Das heißt, es bleibt jetzt nur die Krypta hier übrig. Kein Problem. Aber das sieht wirklich so aus, als ob hier auch nochmal Beschwörungskreis sein könnte. So wie die beiden da drüben jeweils. Kein Problem. So, das ist ein normales Skelett-Ding. Mit einem Angreifer, einem Verteidiger und zwei Unterstützung. Oder was auch immer das sein soll. Kein Problem. Zum Sieg! Und nochmal eine Horde Feen. Yes. Auf zum Sieg. Kein Problem. Kein Problem. Alles klar, wir haben die Keule. Kehren wir zurück zum Schamanen. Ich bin hier. Der Altar befindet sich auf einem nahen Hügel. Eilt euch! Etwas geht dort vor sich. Wahrhaftig. Ich spüre eine Veränderung in den magischen Strömen. Ja, Aufträge. Der alte Schamane muss überleben, den haben wir jetzt in unserer Truppe. Grimark, der alte Schamane muss überleben, er ist unser einziger Verbündeter in dieser barbarischen Gegend. Zerstört den Altar. Mit einer solchen Waffe in unserem Besitz können wir den Altar endlich nicht zerstören. Mögen die Götter uns mit ihrem Zorn verschonen. Dies ist der einzige Weg, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ist nichts mehr. Karte, ja. Okay. Da unten ist aber auf jeden Fall doch so wird erledigt. Kreis. Ich glaube, das ist der einzige, den es hier noch gibt. Oder war hier drüben noch einer? Da drüben ist noch einer. Aber keine Ahnung, wie wir an den rankommen. Und hier ist...
Also gut, erstmal die Feen. Jawohl, Sir. Tötet sie. Da dürft ihr dem vor, Kaiserreich. Weil ihr habt die meiste grüne Resistenz. Und die machen halt grüne Damage. Jawohl, Sir. Schon erledigt. Okay. Wird erledigt. Kein Problem. Irgendwas mit dem Sumpf und diesen Siegeln muss es ja auf sich haben. Also ich glaube nicht, dass wir unter Zeitdruck stehen. Das wäre mir in diesem Spiel neu. Wird erledigt. Also ja, immer wenn wir so einem Dienst nahe kommen, aktivieren wir es. Auf zum Sieg. Und so wie es aussieht, gibt es auf jeder Seite des Sumpfs zwei Stück. Auf wird zum erledigt. Ah ja, und ich kann jetzt mein Zauberbuch mal gucken. Eine seltsame Krankheit befällt feindliche Krieger. Oh, Rindenhaut sollte ich eigentlich auch machen. Ihre Arme und Beine, als wären ihre Arme und Beine aus Blei. Es fällt ihnen schwer, sich zu bewegen und anzugreifen. Verlangsamt die Bewegung eines Soldaten und die Geschwindigkeit von ausgeführten Schlägen. Das hier ist Heilmittel. Eine Truppe, die gegen die Krankheiten des Waldes immun ist, fürchtet kein Gift. Sie wirft von allein Gesundheit die Truppe mit durchschnittlicher Effektivität und reduziert Vergiftungen alle paar Sekunden. Mhm. Kostet 300. Den sollten wir auf jeden Fall haben und da reinpacken. Giftige Klingen und tödliche Sporen. Also giftige Klingen vergiften die Waffen. Und tödliche Sporen. Ja. Okay, Rindenhaut tut nur die Magie steigern. Also die Magieresistenz gegen Grün und Blau. Das vergiftet. Und das hier macht die Erde zu Schlamm und... Ja, und das verwundet den Feind und vergiftet ihn. Mhm. Auf zum Sieg! Wieder ein Quicksave, sicher ist sicher. Weil ich glaube, das hier ist wirklich das letzte Siegel. Kein Problem. Hier hinten scheinen noch Gegner zu sein. Weil irgendwas raucht hier gewaltig. Stets zu Diensten, Herr. Oh, der Demo gehört uns. Okay. Wird erledigt. Niederer Dämon haben wir gerufen. Der braucht zwei Führerschaft. Ein Neuzugang aus der unteren Ebene der Existenz verfügt über eine starke magische Aura, die Zaubersprüche roter Magie absorbiert. Mhm. Es ist halt die Frage, was wir davon in die nächste Mission mitnehmen dürfen. Ich gehe mal nämlich nur stark von unseren Truppen aus. Nicht von dem Ork-Schaman. Und auch nicht von dem Dämon. Okay, und es steht niederer Dämon, weil er noch Stufe 1 ist. Und er wirft Feuerbälle. Also ja, wenn wir den Dämon behalten dürften, wäre es lustig.